So, willkommen zurück hier beim ersten Konfetti-Kongress aus und in Waldbröl. Ich begrüße Sie ganz herzlich, um Ihnen die neuesten Innovationen in Sachen virtuellem Konfetti vorzustellen. Und wir haben dieses Jahr ganz neu bei uns hier in der Pipeline über den Instanzer kreierte Konfettis eine ganz spezielle Geschichte, wo früher sozusagen das Klonen von Konfettis noch ziemlich schwierig war, weil alle Konfettis dieselbe Farbe hatten, können wir neuerdings ein Spitzenprodukt anbieten aus dem Hause Node-Editor, genannt Multi-Switch, und der ermöglicht es geklonten Instanzen, also unseren geklonten Konfettis, ja, jede Menge mehr Input zu verschaffen, also praktisch pro Klon ein eigenes Material zu vergeben. Und wie Sie hier sehen, sind diese Materialien einfach in diese Switch zu stopfen, und die Materialien, die man sich erzeugen kann, kennt doch selbstverständlich jeder aus dem Node-Editor von Lightwave, dem Programm, was diesen Node-Editor hostet quasi. So, und diese virtuellen Konfettis können Sie jederzeit nicht nur in allen möglichen Farben anmalen. Nein, wir haben ein weiteres Feature für Sie eingebaut, und dieses weitere Feature ist, dass diese virtuellen Konfettis mit Texturen versehen sein können. Texturen jeglicher Sorte, ja. Also Sie können Bilder dort auftragen oder, wenn Sie möchten, auch ganze Filme auf diesen Konfettis ablaufen lassen, während diese auf Ihr Haupt rieseln. So, würde sagen, das Thema Surfacing in Lightwave ist damit abgehandelt. Ich habe nämlich so gar keinen Bock drauf, weil natürlich das Surfacing jeder selber machen muss. Und deshalb für alle, die etwas verwirrt sind, ihr seid hier natürlich auf dem Lightwave-Guru-Blog, dem deutschsprachigen Lightwave-Blog hier bei YouTube. Und ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt. Ich bin ja sozusagen in meiner Freizeit Konfetti-Vertreter und denke mir permanent Neuerungen aus, wie man Konfettis spannender gestalten kann. So, also das, also Surfacing, die Software heißt Lightwave, und ihr seht eine Kugel, auf der ich einen Haufen Kreise gespawnt habe, die ich ja eben gerade Konfettis genannt habe. Und diese Konfettis haben verschiedene Größen und verschiedene Farben. Und die Größen sind zum Beispiel über den Instanzer, über den Minimum- und Maximum-Size-Wert eingestellt, und auch die Höhenunterschiede, die leichten, ja, mit einem Offset von den 30 mm oder was, ja, je nach Bezugssystem hier. Und darunter seht ihr eine prozedurale Textur auf einer Kugel, um die eine Atmosphäre wabert. Ja, ich habe da auch noch Wolken, die könnte man ja zur Feier des Tages, ist ja bald Weihnachten, schnell nochmal mit freischalten. Diesen ganzen Konfetti-Planeten gibt es selbstverständlich auch mit Wolken, kostet dann aber extra, weil ist eine Spezialausführung. So, und diese Szene ist deshalb interessant, weil sie eben alles zeigt, was sozusagen an Surface-Editoren in Lightwave vorhanden ist, nämlich der klassische Surface-Editor. Den können wir hier nochmal aufrufen und zeigen, also der Surface-Editor, ja, wo man für Objekte und die ihnen zugewiesenen Materialien verschiedene Eigenschaften in verschiedenen Kanälen verändern kann, und zwar in dem Fall im Color-Kanal, dem Luminosity-Kanal, dem Diffuse-Kanal, dem Specularity-Kanal, dem Glossiness-Kanal, dem Reflection-Kanal, dem Transparency-Kanal, dem Refraction-Index-Kanal, ganz mysteriöser Kanal, Translucency, Bump, ja, und da könnt ihr auch das Smoothing einstellen, also wie es sich um das Objekt schmiegt, die Textur, wie es sich anpasst, dieses Surface mit einer Textur womöglich, ne? Also. So, also das ist der klassische Surface-Editor. Der ermöglicht alle möglichen Wahnsinn, der lustigster Natur ist. Will dazu sagen, dass ich den klassischen Surface-Editor nenne, liegt daran, dass dieser eben schon immer in Lightwave drin ist und weiterentwickelt wurde. Und dazu kam jetzt auf Wunsch der User noch ein weiterer Editor, der sogenannte Notes-Editor, den ihr erreicht über den klassischen Surface-Editor unter Edit Notes. Und in diesem Fall ist mir dann, und jetzt können wir mal einsteigen, ein bisschen in den Node-Editor, also in die zweite Variante, Materialeigenschaften zu vergeben. Da einsteigen, mal zeigen und erklären, was ich da gemacht habe. Ich habe nämlich, nachdem diese Kreise gespawnt waren um diesen Ball und da randomisiert waren von ihrer Größe her und so weiter, festgestellt, dass dieser Clone ja nur eine Materialeigenschaft hat, nämlich der Kreis, nämlich der, und hat das Default-Material. Ich überlegt, ja, was mache ich jetzt? Ich würde ganz gern, dass die Klone alle individuelle Materialeigenschaften haben und nicht nur diese eigene Materialeigenschaft, die der klassische Surface-Editor bietet. Und die Möglichkeit gibt es eben im Node-Editor. Ich schiebe mir jetzt mal rein.
Und der Node-Editor bietet mir eben die Möglichkeit, die instanzierten Klone, sozusagen die Objekt-ID von denen abzufragen. Also die haben ja eigentlich, jeder Klon hat ja eine eigene Nummer und die kann man über den ID-Index, über die Instance-Info-Node hier in eine weitere Node applizieren, die Multi-Switch heißt. Und diese Multi-Switch-Node erzeugt quasi über die Objekt-ID, also über die Objektnummer, für jedes Objekt ein eigenes Material. Und ich kann auf dieses eigene Material sozusagen für jeden Kreis, den ihr ja hier seht, ja, etwas anderes mit veranstalten. Also ich konnte die Klone über ihre Objekt-ID identifizieren und ihnen dadurch jeweils eine eigene Materialeigenschaft zuweisen. Und in dem Fall, wir schieben es nochmal rüber, ist es so, dass wir auf einigen der Materialien hier ne, die Standard-Node haben, die so ungefähr den Surface-Editor, den klassischen, nachbildet. Und da hängt im Color-Kanal ein Gradient dran. Und der Gradient ist in dem Fall über den Incidence mit einigen Farben versehen auf diese Materialien, mit die ich hier verlinkt habe. Ja, das sind diese 10% der Kreise oder was da, oder 15% der Kreise verknüpft sind. So, und so kann man praktisch jedem einzelnen geklonten Objekt im Instancer dann doch ein eigenes Material, ein eigenes Surface zuweisen, obwohl das Ursprungsobjekt ja nur einmal vorhanden ist mit einem Material. Und diese Erweiterung, die ja praktisch der Node-Editor darstellt zum Surface-Editor, ermöglicht natürlich, alle möglichen wilden Faxen zu veranstalten. Wir können jetzt hier nochmal reinzoomen und ich kann ein bisschen Close-Upper zeigen, dass auf den verschiedenen Kreisen, die alle auch für tatsächlich einem Kreis beruhen, der gespawnt ist, und zwar kann ich es mal zeigen über den Instancer, ja, da 10.000-fach über der Kugel liegt. Ne? Das ist dieser Kreis und dieser Kreis ist instanziert mit 10.000, Surface Name All, also auf gesamten Surfaces, auf allen Surfaces dieser Kugel, nämlich nennen wir sie mal Erde oder was. Und der kleinste Kreis hier soll halt Minimum 5% sein, der größte maximal 100%, und zwar seine Ausgangsgröße in dem Fall. Und die sind alle auch mit einem Offset versehen in Y, dass sie so in verschiedenen Höhen da generiert werden. Ja. So, also die sind instanziert, das ist also ursprünglich ein Kreis gewesen. Und auf den Kreisen hier seht ihr, wie gesagt, auch Texturen, die ich hier aufgetragen habe, was mir gerade aus meiner Image Library da reingefallen ist, um mal zu zeigen, dass sie ja nicht nur verschiedene Farben und Gradients oder sonst was für Materialeigenschaften haben können, sondern auch verschiedene Images. Und wenn man sich das hier entsprechend im Node-Editor zusammenstöpselt, kann man über die Materialeigenschaften hier auch sicherlich alles andere reinstöpseln. Also Dielectric zum Beispiel oder Subsurface Gathering Shader und allen möglichen anderen Wahnsinn. So, aber um mal zu zeigen, wie es vom Prinzip her funktioniert, welche Möglichkeiten es da gibt und was man da so machen kann, reicht dieses Beispiel auf jeden Fall aus. Können ja die Wolken hier nochmal ausschalten, um da ein bisschen besser reinzuschauen. Und ja, das war praktisch mal kurz die Vorstellung des Surface Editors in Lightwave oder der Surface Editoren, die es gibt. Würde sagen, jetzt habe ich mich dann doch ganz schnucklig zum Thema Surfacing geäußert und bin das Thema damit los sozusagen. Weil am besten ist tatsächlich, dass ihr selber euch eigene Szenen baut, kleine, einfache Szenen mit platonischen Solinen und rauskriegt, wie es funktioniert. Dann habt ihr da wirklich einen wesentlich besseren Einblick, als wenn ihr nur übernehmt, was andere dafür Wege gefunden haben, um die oder die Sorte von Grafik zu erzeugen. Es gibt nämlich tatsächlich immer mehrere Wege. Und der eigene Weg ist womöglich dann doch effizienter und schneller und bringt vielleicht mit weniger Renderzeit das gleiche Ergebnis, was ein anderer hatte. Ne? Wer will das vorher schon wissen? Deswegen den eigenen Weg gehen, weil dann kann man den eigenen Weg, den man gegangen ist, mit dem Weg des anderen vergleichen und dadurch natürlich feststellen, sozusagen, wo man da noch optimieren kann. Ja? Also ohne jetzt übertreiben zu wollen. Also das so zu gestalten, dass man da sauber das abarbeiten kann, die Werkzeuge verknüpfen, sein Ergebnis erzielt, ja, ohne dass man sich völlig überlastet. Ne? Also möglichst adäquaten Weg suchen, um ein Problem zu lösen, quasi. Ne? Weil es gibt ja in 3D, wie gesagt, keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. So, dann habe ich jetzt knapp die 10 Minuten voll, genug gequasselt, das ist das Thema Surfacing gewesen und tschüss.